Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Serie der Interviewreihe Quantensprungbrett. Ich freue mich riesig, dass ein spontanes Treffen geklappt hat mit Cal. Er ist der Initiator und hat ins Leben gerufen die sogenannte Helfergruppe. HELFA. Da steht es, wunderbar. Und auch die Symbolik. Der Baum, der sich immer weiter verästelt mit der helfenden Hand an jedem Ende. Kai, Genau. oder Karl, erzähl doch mal, was ist Helfer? Was macht ihr? Auf welche Idee bist du gekommen in diesen Zeiten? Also, ja, erstmal Hallo an alle. Also, die Idee von Helfer ist eigentlich, dass wir Menschen eine neue Art, ich sage jetzt mal, von Gesellschaft kreieren dürfen, die auf Menschlichkeit basiert und die nicht optimiert nach Geld ist, sondern wo der eine Mensch dem anderen quasi hilft oder wo einer seine Wünsche äußern kann und sie quasi von anderen Leuten in Erfüllung gemacht werden. Am Anfang fängt das vielleicht mit einem Nachbarschaftsnetzwerk an und später können dann immer größere Netzwerke daraus werden, beziehungsweise Projekte, wo man sich gegenseitig hilft und die halt gruppenübergreifend sind. Ja, die Idee stammt, woher stammt sie? Eigentlich stammt sie auf jeden Fall vor der Corona-Zeit. Die ist über 25 Jahre alt und basiert auf verschiedenen, ja, auch historischen Sachen oder Tatsachen, die ich irgendwann mal mitbekommen habe, die ich einfach neu zusammengewürfelt habe und jetzt zum Beispiel durch das Internet mit ganz neuen Möglichkeiten. Ja, wieder zusammengesetzt habe, wo Menschen miteinander zusammen wieder arbeiten können und zusammen, ja, leben können einfach. Was mich fasziniert hat, ihr seid keine Tauschkultur, ihr seid eine Genau. Schenkkultur. Genau. Ja, also wir haben versucht, die Schenkkultur mainstream-tauglich zu machen. Das Schenken als solches ist leicht verpönt, weil viele Menschen Angst haben, dass sie ausgenutzt werden. Das braucht man bei uns nicht. Dafür haben wir zwei Sicherheiten eingebaut. Die erste Sicherheit ist die De-Anonymisierung. Das bedeutet, dass wir uns alle kennen müssen. Damit das passiert, haben wir Gruppen von um die bis zu 100 oder bis zu allerhöchstens 200, wo die Menschen sich alle kennenlernen dürfen. Die müssen nicht in einer Kommune leben, die können machen, was sie wollen. Das zweite ist, jede dieser Gruppen sollte um die fünf Moderatoren wählen, die danach auch aufpassen, dass das Ganze nicht ausgenutzt wird. So kann man sich sorglos was schenken, ohne Angst zu haben, ja, ausgenutzt zu werden. Und auch wenn jemand das mal ausnutzen sollte, also rein hypothetisch, ist es ja so, dass man die Person dann kennt. Und wenn er das zwei oder dreimal macht, dann weiß man, wer das ist. Er kann sich also nicht verstecken. So, das sind auf jeden Fall zwei Sicherheiten, die nicht nur in der Schenkgesellschaft, sondern theoretisch auch in der Geldgesellschaft eigentlich einen riesen Vorteil bringen würden. Das Problem des Internets ist nämlich genau das, dass man sich eben nicht kennt. Und da wir verbinden von beidem quasi die Vorteile. Das bedeutet, man hat ein weltweites Kommunikationsnetzwerk, aber jeder kennt sich. Dadurch, dass jede Gruppe sich kennt, können auch Gruppen untereinander auch mitarbeiten. Das bedeutet, wenn einer außerhalb deiner Lokalgruppe irgendwas macht, kennt die seine Lokalgruppe ihn ja auch. Und damit funktioniert das auch. Und auch damit kann es oder ist es so, dass es nicht ausgenutzt wird. Wer trotzdem in irgendeiner Weise Sorgen hat, kann die Moderatoren fragen, weil die kennen ja alle. Und die dienen auch als Ansprechpartner für andere Menschen. Daher, also es ist eine Sache, die relativ, ja, ich sage jetzt mal, gut durchdacht ist oder gut zusammengearbeitet wurde. Die wurde auch mit Psychologen und mit Ökonomen auch sehr oft durchgespielt, ob das funktioniert oder nicht. Und die einzige Frage, die da zum Schluss stehen geblieben ist, ist, ob die Menschen das annehmen. In dieser Zeit jetzt, in der Pandemie, haben viele Menschen das Ganze gesagt, okay, weißt du was, wir geben dem eine Chance, wir geben einer Alternative mal wirklich eine Chance. Und jetzt werden wir international oder sind schon international und wir werden auch im Ausland immer größer. Manchmal schneller, manchmal langsamer, aber immerhin. Das bedeutet, es ist nicht nur ein deutsches Phänomen, sondern wir versuchen es tatsächlich demnächst weltweit zu machen. Faszinierend. Ich meine, die Grundidee ist, Vertrauen zu schaffen. Und Vertrauen haben wir eben nur,
wenn wir uns untereinander kennen, weil jeder weiß, wie schnell man eine Facebook-Bekanntschaft, die ein wunderschönes Bild reinstellt, und das ist völlig fake, das hat mit der Person überhaupt nichts zu tun, die schreibt auch wunderschöne Briefe, aber vertrauen kann man im Internet nicht. Das kann man nur, wenn man sich in die Augen guckt. Und für mich ist ja auch das Risiko des Schenkens nicht so groß. Also ich sehe nicht auf Anhieb, wenn ich freiwillig was schenke, dann lasse ich es ja los. So, und das genau freut das. Mich, wenn ich irgendwann was zurückbekomme. Denn ich meine, meine ganze Konferenzserie basiert auf Schenken. Ich verschenke alle meine Interviews. Schon seit 3 Jahren. Und ich habe immer genügend Menschen, die das so ausreichend wertschätzen, dass sie mir was zurückschenken möchten. Und davon kann ich zwar nicht ganz leben, aber meine Rente so weit aufbessern, dass ich nicht hungern muss. Genau das ist es. Also wenn man Schenken tatsächlich verstanden hat, dann weiß man, dass es eigentlich gar kein Ausnutzen gibt. Weil wenn man was schenkt, dann gibt man das, weil man es möchte. Genau. Dementsprechend kann der andere das ja nicht ausnutzen, weil man möchte ihm ja was geben. So, und wenn einer öfters immer nur haben will und nichts zurückgeben will, dann ist das für mich tatsächlich auch eine kranke Situation, allerdings nicht von dem Schenkenden, sondern eher von dem, der ständig alles nimmt. Und wir haben einiges in unserer Gesellschaft umgedreht, wie zum Beispiel, nur als Beispiel, als vielleicht philosophische Denkaufgabe, Egoismus. Egoismus, es gibt so sogenannten gesunden Egoismus, finde ich immer wieder witzig, weil Egoismus bedeutet Selbstsucht. Und Sucht bedeutet, dass man etwas gar nicht hat, dass ein Mangel herrscht. Und zwar ein Mangel, den man nie auffüllen kann. Dasselbe ist beim Alkoholismus und Ähnliches. Beim Egoismus haben wir es aber geschafft, zu sagen, gesunder Egoismus. Was gemeint ist, ist natürlich, dass man auf sich aufpassen soll. Das ist vollkommen okay. Aber gesunder Egoismus ist das eben nicht. Es ist ein auf sich aufpassen. Es ist ein so. Aber alleine die Wortwahl, die prägt das Denken und die prägt auch das Handeln. Und wenn wir das immer wieder sagen, dann spalten wir uns und isolieren uns im Hintergrund. Das passiert unbewusst. Wie zum Beispiel, denk nicht an rosa Elefanten. Im Gegensatz dazu, nur als Beispiel, ja, ist ein Gutmensch was Böses. Und das wurde so etabliert. Das heißt, gut wird zu böse und das Böse wird zu gut. So. Und das machen wir immer öfter. Ich möchte jetzt keine Diskussion weiter anheizen, aber das könnte man in der politischen Sprache genauso wie in vielen anderen Sachen immer wieder sieht man das, dass wir genau die Sachen umdrehen. Oh, ja. Isolation ist gut, Zusammensein ist schlecht. Das wird ja heute propagiert ohne Ende. So, allerdings ist ein Mensch ein soziales Lebewesen, das heißt genau umgekehrt ist der Fall. Er braucht Kontakt, er braucht ihn. So, ob man das jetzt in der pandemischen Lage so macht oder nicht, darf jeder selbst entscheiden. Mir geht es nicht darum. Mir geht es darum, zu erklären, was ein Mensch macht und wie unsere Sprache sich verändert. So, und das ist das, was ich einigermaßen witzig finde. Das heißt, unsere Sprache wird immer idealistischer. Dementsprechend ist Schenkung für viele was Schlechtes, weil es mit Ausnutzen verbunden wird, was eigentlich gar nichts damit zu tun hat. So, und das Projekt bei uns heißt auch ganz eindeutig Helfer. Mit A, wie du so schön gesagt hast, und nicht Opfer. Das heißt, wir schenken, weil wir es wollen und weil wir es können, nicht weil wir müssen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, ich gehe ja immer davon aus, dass jeder Mensch einzigartige Anlagen hat, die ihm als Talente in dieser Form einzigartig mitgegeben sind. Und wenn wenige von uns leben ihre einzigartigen Talente, und haben dann eine entsprechende riesengroße Freude daran, das zu tun, was sie am besten können. Also ein Maler oder ein begnadeter Bildhauer hat seine Erfüllung darin, etwas zu erschaffen. Aber kein Maler hat die Wände, um sich alle seine Bilder hinterher an die eigene Wand zu hängen. So, und es freut ihn am meisten, wenn er anderen Menschen damit eine Freude machen kann. Dann ist die Freude doppelt groß. Und wenn er dann irgendwann erleben darf, dass wenn er seine Bilder verschenkt, ein anderer ihm die landwirtschaftlichen Produkte schenkt, für die er kein grünes Händchen hat, nicht, dann haben wir auf die Dauer eine Gesellschaft, wo jeder Einzelne einen Überfluss produziert, den er selbst nicht verbrauchen kann und sich dann daran beglücken kann, dass er andere damit auch eine Freude machen kann. Ja. Ich würde sogar noch viel, viel weiter gehen.
Ich würde sagen, dass ein Künstler nicht nur dadurch definiert ist, dass er malt oder Musik macht. Ich würde sagen, und eigentlich weiß man das auch, ein guter Maler, dessen Bilder will man haben. Also es ist ja genau umgekehrt. Seine Bilder müssen ja weg. Es ist also genau das Gegenteil. Aber wie gesagt, unsere Gesellschaft verquert alles, weil dadurch viel Kontrolle weggeht. Zum Beispiel jetzt mal weg von diesem ideellen oder zumindest immateriellen Gütern wie Kunst und sowas. Wir können mal ganz konkret auf was Technisches hinauslaufen. Benennen. So, als Beispiel nehmen wir da die Elektronik, der Strom. Jeder weiß, dass Strom durch eine Leitung zu schicken sehr viel an Strom verbraucht. Das weiß man. Aus diesem Grund macht es Sinn, dass wir eine dezentral zentralisierte Lösung haben. Das heißt, für einen kleinen Hof oder Ort, wo, weiß ich nicht, 10, 20 Häuser da sind, da braucht man eine zentrale Energiestelle. Aber alle anderen, da muss es dezentral sein. Das heißt, wenn jedes Dörfchen, also kleines Dörfchen oder jeder Vorort oder jeder Stadtteil, wenn die ihre eigene Quelle an Strom hätten, wäre das eines der effizientesten Sachen. Warum? Weil wir dadurch keinen Verlust an Strom haben. Nichtsdestotrotz machen wir das nicht so. Und warum? Ganz einfach. Weil es da nicht kontrollierbar ist. Wenn wir alle Generatoren zu Hause hätten, dann könnten wir alle den Strom produzieren, den wir brauchen. Und wir hätten den wenigsten Verlust. Machen wir aber nicht. Eines der teuersten Sachen beim Strom sind zum Beispiel die Transportkosten, also die ganzen Überlandleitungen und so weiter. Das wissen viele nicht. Da gibt es Monopole und Ähnliches. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Das bedeutet, ich habe nicht einfach irgendwas auf den Markt geworfen und habe gesagt, okay, macht mal. Da wurde jahrzehntelang gefeilt daran. Es wurde immer wieder geguckt, wie ist es in unserem System, was können wir daraus nutzen und was nicht. Wo liegen die Flaschenhälse und wo liegen die Stärken? Und ja, auch unser System hat Stärken und die nutzen wir auch. Deswegen ist es bei uns so, dass wir nicht sagen, okay, entweder oder. Du musst nicht entweder Helfer sein oder Kapitalist, Kommunist oder whatever du sein willst. Nein. Du kannst dein System, was du bisher gemacht hast, machen und wir können langsam darüber übergehen, dass wir uns gegenseitig verschenken. Deswegen, oder ins Helferprojekt gehen. Deswegen sagen wir ja auch ganz klar, okay, am Anfang fängt man an mit Nachbarschaftshilfe. Das kann jeder leisten. Das ist jetzt nichts Schwieriges. Es ist im Kleinen, aber es ist so mächtig. Und wir haben da ein Beispiel. Da ist jemand eine Teekanne kaputt gegangen. Teekocher kaputt gegangen. Und hat gesagt, Helfer soll das ersetzen. Können wir natürlich nicht. Helfer ist nur eine Idee. Helfer ist keine Genossenschaft oder Ähnliches. Da haben wir, lange Rede, kurzer Sinn, habe ich irgendwann gefragt, sag mal, was möchtest du tatsächlich? Da sagte die 20 Euro. Und dann sage ich, okay, was willst du mit diesen 20 Euro machen? Da sagte die, einen neuen Teekocher holen. Habe ich gesagt, also du willst keine 20 Euro, sondern einen Teekocher. Und das ist ganz wichtig. Der kleine Unterschied ist fein, aber zum Schluss mal hat das eine Riesenwirkung. Hat sie gesagt, ja. Ich sage, dann frag doch deine Gruppe nach einem Teekocher. Die hat gleich 3 Teekocher geschenkt gekriegt. warum? Ganz einfach. Geld mag ein universelles Tauschmittel sein, aber tauschen ist etwas, wo es fast immer jemanden gibt, der halt kein Gewinner ist von dem Tausch. Wir haben das so optimiert, dass es nicht mehr Tauschen auf Augenhöhe gibt. Außerdem, warum sollte ich, wenn du was brauchst, warum sollte ich dir was geben? Warum sollte ich was von dir annehmen, wenn ich nichts brauche? Ja, vor allen Dingen, wenn ich von dir nichts brauche. Das ist ja der Hintergrund hinter dem Geld gewesen. Es nützt mir ja nichts, wenn das, was du mir zurückgeben könntest, etwas ist, was meinem Bedürfnis überhaupt nicht entspricht. Genau, ja. Aber nicht nur das. Allgemein, warum müssen wir was tauschen? Wenn du was brauchst, gebe ich dir was. Wenn ich irgendwann mal was brauche, gibst du mir was, gib mir ein anderer was, gib mir egal wer was. Ist doch egal, woher es kommt. Die Hauptsache ist doch, wenn ich was brauche, dass ich es bekomme. Und wenn wir das schaffen, diese Mindestregeln, dann schaffen wir es eine neue Art von Gesellschaft. Und nur damit du mal eine kleine Idee hast, wie viel Overhead, also wie viel Arbeit das Ganze bringt, alleine nur, weil wir Geld haben, können wir mal ein kleines Gedankenspiel machen. Wenn wir von jetzt auf gleich das Geld abschaffen würden, was meinst du, wie viele Leute würden auf der Straße landen, prozentual gesehen? In Deutschland, andere Länder können ganz andere Zahlen sein. In Deutschland.
Also es kommt darauf an, was damit gemeint ist. Jeder hat eine Wohnung, also wer eine Wohnung hat, hat erstmal eine Wohnung. Die Frage ist, wenn Geld abgeschafft ist, muss er dann noch eine Miete zahlen? Nicht, dann er muss Geld, eben, ja. Dann muss er keine zahlen, also ist er noch in der Wohnung, er hat noch ein Auto. Genau. Also es geht alles so weiter, alle müssen ihre Jobs weitermachen, bis natürlich die Leute, die Geld verwalten, wie Banken zum Beispiel und ähnliches. So. Ja, wobei, ich weiß es nicht, wie es mit den Dienstleistern ist. Solange sie mit Geld arbeiten, diese Arbeit würde ja entfallen. Eben. Wenn sie ohne Geld arbeiten, würden sie weiterarbeiten können, aber halt nur der Teil, der ohne Geld ist. Also das ist ein spannendes, also eine Gedankenaufgabe, weil die Lieferketten, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Kaffee und ich brauche ja irgendwelche Zutaten für meine Kaffeemaschine, also ich habe Verbrauchsmaterialien, so rum. Und die Verbrauchsmaterialien ohne Geld in unserer jetzigen Gesellschaft klingt absurd, aber es ist ja nur unser altes Paradigma, mit dem wir drauf gucken. Ja. Okay, pass auf, ich mache es mal ein bisschen kürzer. Für die Leute, die es wissen wollen, jetzt bitte ganz kurz stumm schalten. Das sind 50-80% würden ihren Job verlieren. 50-80%. Das bedeutet, dass 50-80% unserer Arbeitsleistung nur dafür drauf geht, um Geld zu verwalten. Das heißt, auch ein Handwerker, der Rechnungen schreibt, der Kundenakquise macht und ähnliches, das wird alles entfallen. Jegliche Arbeit, die irgendwie nur mit Geld zu tun hat, würde entfallen. Die Kassierer würden wegfallen und so weiter. Leute, die einordnen die Sachen, die würden ja schon da sein. So, die Leute, die ihren Job verlieren, würden umgeschult werden und deinen Job machen. Oder den Job der Leute. Natürlich nicht 1:1, das ist jetzt statistisch gesehen. Nichtsdestotrotz würde jeder um die 50-80% weniger arbeiten müssen und würde im selben Luxus leben wie jetzt. Das ist der Overhead, den wir haben, gerade in unserer zivilisierten Gesellschaft. Weil wir so viele Maschinen haben, weil wir so produktiv sind, dass wir eigentlich gar keine Arbeit mehr brauchen. Und das wird die Fridays for Future wirklich super freuen. Wir könnten sogar von jetzt auf gleich die Energiekrise, die wir haben, können wir von jetzt auf gleich beenden. Wir könnten die Kohlekraftwerke zumachen. Wie? Ganz einfach. Wir müssten nur, also ohne, dass sich jemand was ändert, wir müssten nur die Werbung ausschalten. Die Werbung, die ganze Nacht an ist, um die Werbemittel herzustellen, die ganzen Ressourcen, die ganze Energie, die dabei drauf geht, könnte weg sein. Die ganzen Server, die stehen, um die Werbung zu produzieren, könnte man wegmachen. Wenn man das alles wegmacht, würden wir ohne Ende Energie und sogar Ressourcen schonen. Kommt aber keiner auf die Idee, weil es hier rumgeht. Es geht um Geld. Ja. So. Allein, wenn man jetzt die Bürokratien anguckt in irgendwelchen Regierungen, die alle sich nur ums Geld drehen, was haben wir da für Overheads, die wir alle finanzieren und unsere Steuerlast immer schön erhöhen. Und bei Fridays for Future wird es ja auch noch eine schönere Steuerlast geben, bis wir dann die noch was herstellen, gar nichts mehr haben, brutal übertrieben. Ja. Also genau in die Richtung geht es. Das heißt, anstatt dass wir mehr machen oder mehr Geld geben, sage ich, okay, lass uns weniger. Lass uns das Geld rausnehmen. Und es ist eine Sache passiert und ich kann das sagen, weil wir richtig groß geworden sind. Wir sind jetzt, wie gesagt, international. Das ist nicht mehr ein kleines Ding. Das ist jetzt in den umliegenden Ländern und wir wollen jetzt demnächst auch Russland und Ähnliches auch mitarbeiten, also auch mit reinholen. Da haben wir das schon. Da funktioniert es. So. Und was mir aufgefallen ist, dass wir auf einmal viel weniger verbrauchen. Es ist auch so. Natürlich. Mein Wasserkocher geht kaputt, also kaufe ich mir einen neuen. Nee, mein Wasserkocher geht kaputt und ich bekomme 3 andere geschenkt. Das heißt, eine fantastische Recycling-Geschichte. Definitiv. Und zwar Recycling im wahrsten Sinne anständig des Wortes. Bis er dann seinen endgültigen Geist aufgeht und nicht mehr reparierbar ist. Genau. So. Und es ist aber, das Phänomen kannst du auch ganz schön, nur als Beispiel, bei einem All-Inclusive-Angebot sehen. In der ersten Woche bei All-Inclusive, wenn du mal so eine Reise machst oder früher vor Corona, wenn du die gemacht hast, haben alle viel mehr gegessen. Die haben einen riesen Teller gehabt, mehr als sie essen können. Das heißt, das meiste Essen ist weggeworfen. Was ist in der zweiten Woche passiert? In der zweiten Woche haben die schon so viel gegessen, wie sie eigentlich auch zu Hause essen. Und wer es geschafft hat, noch eine dritte Woche dran zu hängen, und ich habe dort mit Köchen geredet und Ähnliches, die essen sogar weniger als das, was sie zu Hause essen, obwohl es kostenlos ist.
Warum? Ganz einfach. Ein Mangel macht immer, dass wir mehr nehmen zur Sicherheit für schlechte Zeiten. Haben wir aber keinen Mangel und bei Helfer haben wir keinen Mangel, brauchen wir dieses mehr nicht. Und auf einmal holen wir weniger. Sogar weniger als das, was wir im Alltag verbrauchen. Das heißt, eigentlich müssten die ganze Antifa, die Fridays for Future, jeder Idiot, der momentan auf die Straße geht und sagt, wir sind für Anarchismus und ähnliches, die müssten eigentlich alle bei Helfer sein. So, wir müssten als allererstes das Geld abschaffen. Weil genau das ist es, was uns in jede Situation reinführt. Ich meine, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Ich habe auch, also auch tatsächliche, auch größere wirtschaftliche Entscheidungen mitbekommen. Es geht immer ums Geld. Es geht nie um Menschlichkeit. Ja. Nehmen wir Krankenhäuser, nehmen wir Pharmaindustrie, nehmen wir egal welche Industrie, sogar wenn Straßen gebaut werden. Ich habe das mal mitbekommen. Jemand, der hier die Straßen quasi baut beziehungsweise plant, dem wurde ein Angebot gemacht. Wenn man ein bisschen Gummi in die Straße mit reintut, halten die irgendwie das Zehnfache von dem, was die Straßen halten. Daraufhin hat er gefragt, wie teuer ist das? Das wäre 1 Million teurer gewesen. Bei einem Auftrag von, keine Ahnung, mehreren 10 Millionen hätte das echt so ein bisschen von dem dazu. Das heißt nicht mal 10%. Was hat er gemacht? Hat er gesagt, nö. Das Zehnfache. Das heißt, ja, wobei, früher gab es mal eine Ethik, dass die deutschen Straßen genauso gebaut waren. Und kaum geht man mal ins Ausland, nach Amerika oder sonst wohin, stellt man fest, dass die Grundierung, also die Gründung der Straßen nicht mal halb so gut ist und es normal ist, dass eine frisch gebaute Straße nach 5 bis 10 Jahren mit Schlaglöchern wieder übersät ist. Ist halt so. Und diese... Ja. Es war ja mal ein deutsches Qualitätsanspruch, dass wir unsere Straßen auf 50, 100 Jahre angelegt haben. Und einige haben es ja auch fast überstanden. Also wenn man an die ersten Autobahnen denkt, ich weiß nicht, die sind 34 gebaut worden. Irgendwann 2000 waren sie zur Erneuerung dran, nicht? Ja, ein bisschen früher. Ja, da gibt es so einen schönen kurzen Witz, der heißt, du Herr Lehrer, ich möchte Wirtschaftsethik studieren. Daraufhin der Lehrer, da musst du dich schon entscheiden. Geht nicht. So, und ich sage jetzt nochmal einfach nur ein kleines Beispiel, damit man auch ein bisschen versteht, warum unser System momentan auch richtig den Bach runtergeht. Und ich rede nicht davon ein bisschen, ich rede davon richtig den Bach runter. Stell dir vor, ich würde T-Shirts verkaufen. So, und wir haben Geld und ich verkaufe sie dir. Wenn ich dir das erste T-Shirt verkaufe, habe ich einen Gewinn. Wenn es schnell kaputt geht und du kaufst dir ein neues, habe ich wieder einen Gewinn. Lohnt sich also für mich, dass das T-Shirt schnell kaputt geht. Das bedeutet, die Qualität geht runter. Ganz klar. Drehen wir mal den Spieß um. Oder machen wir weiter. Ein Arzt, und jetzt wird's pervers. Wenn ein Arzt dich, also wenn du tot bist, nützt ihm das nichts. Wenn du gesund bist, nützt es ihm auch nichts. Aber wenn du krank bist, das ist in Ordnung. Jetzt gibt es einige Ärzte, die sind tatsächlich anständige Ethiker, die sagen, nee, du, ich möchte nicht, dass du krank bist, ist vollkommen okay. Aber spätestens die Pharmaindustrie, die Schulungen für die Ärzte macht, die hat ein Interesse daran, dass du krank bleibst. Also nicht ganz krank, das will keiner, auch nicht aus ethischen Gründen, aber es reicht, wenn du so krank bist, dass du weiterhin die Medikamente nimmst. Chronisch krank ist der Idealzustand für jeden, der mit der Gesundheit Geld verdienen muss. Genau. Oder will oder tut oder daran einen Ansporn sieht. Genau. Nehmen wir jetzt mal die Schenkungsgesellschaft, nur als Gegenpol. Wenn ich dir ein T-Shirt mache und dir das schenke und du nach einem Jahr wiederkommst, denke ich, Mist, ich muss ja nochmal arbeiten. Das heißt, auch alleine aus der logischen Konsequenz ist es so, dass meine T-Shirts definitiv länger halten, damit ich eben nicht arbeiten muss. Außerdem kennen wir das, wenn Freunde was reparieren, dann geben die sich Mühe, weil die dich kennen und weil die auch keine Lust haben, nochmal dran zu gehen und weil sie dir auch was Gutes wollen. Und weil es auch an ihrem Ruf kratzt und sie ihren Stolz drauf reinlegen, dass sie das nämlich können und dass sie nicht so ein Scharlatan sind, der sagt, ja, mach ich und 3 Tage später ist wieder kaputt. Das spricht sich ja auch rum. Sehr schön, genau das. Bei einem Arzt genau das Gleiche. Warum sollte ein Arzt dich krank sehen wollen, gerade wenn er dich kennt? Das ist gegen jegliche Natur. Es gibt auch keinen Ansporn dazu, dich krank zu halten. Somit wäre seine Intention, egal was es ist, und wenn es so Globulis ist, auch wenn Globulis nichts bringen würden, rein hypothetisch, mir geht es jetzt nicht darum, jetzt mal eine Diskussion darüber zu starten. Nein, allein von der Annahme, dass sie nichts bringen würden und der Placebo-Effekt,
Der ist riesig, der ist gigantisch und das wissen sogar die absoluten nicht. Also wir gehen mal nur davon aus, dass es nur ein Placebo-Effekt wäre, was ich nicht sage, dass es ist, ich sage nur wäre. Dann wäre es dem Arzt egal, solange es dich gesund macht. Und der Placebo-Effekt ist, wie gesagt, riesig. Das kann man mit Studien nachweisen. Riesig. Das würde reichen. Das heißt, er würde nicht den größten Nutzen seines Profits rausholen, sondern er würde dir versuchen, dich gesund zu machen. Am besten ohne Nebenwirkungen. Und da helfen zum Beispiel Globulis. Also bitte, was soll denn der Scheiß? Und diese Diskussion, das ist das, wo ich immer denke, so, okay, warum diskutieren wir? Es geht indirekt immer um Geld. Und das ist das, was wir abschaffen. Und genau aus dem Grund machen wir das. Und aus dem Grund werden es immer mehr. Und aus dem Grund halten wir immer mehr zusammen. Wir wachsen zusammen, weil als Gemeinschaft sind wir halt stärker. Wir haben alles genommen, was in unserer Geschichte positiv ist, und haben das in ein Projekt reingesteckt. Hast du einen Überblick, wie viel ihr in Deutschland ungefähr zurzeit schon seid? Ich meine, das sind ja, die Gruppen sprießen ja wie wirklich wie Pilze aus dem Waldboden, wenn Saison ist im September. Jedes Mal, wenn ich bei Helfer reingucke, entdecke ich mindestens 10 neue. Also sagen wir es mal so, wir haben Schätzungen. Ich weiß nicht, ob ich die offiziell im Internet sagen sollte. Ganz, 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 ganz grob, 5.000 bis 10.000 könnten es auf jeden Fall sein. So. Ja. Ganz grob. So. Und die Tendenz, wie du selber sagst, die steigt. Ist alles bei uns positiv? Definitiv nicht. Du kannst eine Gesellschaft, die von Kind auf gelernt hat, nicht anständig miteinander umzugehen, kannst du nicht von jetzt auf gleich so machen. Als Beispiel. Und da gibt es, Studien gibt es dazu, also auch normal westliche Studien. Kinder mit 3 Jahren wurden getestet. Man hat dort aus Versehen was fallen lassen. Natürlich ist es eine Studie, also wurde es absichtlich fallen lassen, aber man hat so getan, als ob es so wäre. Und die Kinder haben es immer aufgehoben. Danach hat man ihnen ein Bonbon immer gegeben, wenn die es aufgehoben haben. Was haben sie aufgehört? Sie haben aufgehört, das aufzuheben. So, das heißt, es ist in uns drin und ich merke auch immer wieder einigen Widerstand bei einigen Leuten. Und die versuchen dann, Alternativgeld zum Beispiel auch einzuführen. Oder wir sind ein Einfallstor für Multilevel-Marketing-Sachen. So, die versuchen es immer wieder. Also es ist was ich jetzt sagen kann, weil das ist so. So, was wir versuchen, ist, wir versuchen, die Leute rauszuholen. Wir versuchen, den Leuten zu erklären, erstmal anständig, du, das geht bei uns nicht, weil wir genau das nicht machen. Das heißt, wir haben auch schon einige negative Sachen und einige Leute können sich das auch ganz ehrlich gesagt nicht vorstellen. Andere gehen halt mit dem Vorwand dahin, okay, ich komme da rein, aber ich will was verkaufen, das sagen die noch nicht öffentlich. So, das heißt, ja, wir haben auch negative Seiten und ja, manchmal stockt es ein bisschen. Nichtsdestotrotz arbeite ich so lange daran, bis es funktioniert. Und zum Glück kann ich sagen, nicht nur ich, wir haben ein Orga-Team, was alle Gruppen berät. Das heißt, jede Gruppe ist bei uns autonom. Aber wir haben trotzdem noch Leute, die beraten, die nicht eingreifen, die beraten. Außer es werden eklatant Regeln verstoßen, wie zum Beispiel tatsächlich, es wird Geld eingeführt, wo wir sagen, du, das könnt ihr gerne machen, aber dann ist es nicht Helfer. Weil das sind halt die Grundprinzipien bei uns. So, also abgesehen davon beraten wir und wir helfen. Und genau das machen wir. Das heißt, ich fahre auch durch die Gegend und helfe Menschen. Wir haben jetzt nur als Beispiel, wir haben ganz durch Zufall 2 Menschenleben gerettet, weil wir in Krankenhäuser reingekommen sind, wo man normalerweise nicht reinkommen darf. Allerdings haben wir ja Ärzte und wir haben Coaches, die ehrenamtlich psychologische oder psychotherapeutische Hilfe anbieten. Somit durften wir, weil wir das haben, in die Krankenhäuser rein. Wir haben eine Patientenverfügung bekommen und wir haben gesehen, dass 2 Leute nicht im selben Krankenhaus, das waren, keine Ahnung, 4 oder 5 Monate auseinander, und verschiedene Krankenhäuser, das eine war eine Psychiatrie und das andere war ein Krankenhaus, sind die Leute fast verdurstet und gestorben. Das ist kein Scherz. Innerhalb einer Einrichtung, wo man 24 Stunden beobachtet wird, werden die verdurstet. Wir sind da, haben das zufällig entdeckt und haben die Leute natürlich sofort daraus geholt. Hat auch super geklappt, weil wir halt das Personal haben und weil wir halt das Know-how haben. Das sind jetzt 2 Sachen, die wir wissen. Eine andere Sache, wo wir definitiv geholfen haben, da war, als es minus 17 Grad war, jetzt im Winter, haben die einer Frau die Heizung und den Strom abgestellt. Ja. Mit 2 Kinder. Sie hat nach Hilfe gefragt bei einem Podcast. Und der vom Podcast wollte gerade einen Aufruf starten, damit man ihr hilft. Und dann hat sie
gerade als er das sagen wollte, angerufen und hat gesagt, nee, braucht ihr nicht, braucht ihr nicht. Die Helfer haben geholfen. Und er sagte, was für Helfer? Und dann hat er das Helferprojekt erklärt. Und daraufhin hat er gesagt, okay, keiner hat was gesagt. Also von denen. Die haben uns unabhängig getestet in ganz Deutschland. Und er sagte, verdammt, das ganze Projekt funktioniert. Es funktioniert. Man hilft sich. Und er meint, ich will sofort den Initiator sprechen. Nur deswegen habe ich es mitbekommen, sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen. Ein anderer hat mich immer wieder ausgelacht, weil er halt auch ein bisschen Geld hatte. Und er hat mich immer wieder ausgelacht, also jetzt nicht richtig ausgelacht, aber meinte, ja, du und deine Helfer, du und deine Helfer. Und dann ist er liegen geblieben. Und dann hat er nicht den ADAC angerufen, der hat die Helfer angerufen. Das ist das Witzige. So, der Wagen ist stehen geblieben. Und haben ihn abgeholt, haben ihn nach Hause gebracht, haben ihm Abendessen gegeben, durfte dort übernachten. Am nächsten Morgen stand der Wagen parat vor der Tür, funktionsfähig, hat Frühstück bekommen, durfte weiterfahren. Weil es eben auch eine so große Vielfalt an Berufen und an Fähigkeiten in diesen ganzen Beteiligten gibt. Genau. Und weil es unbürokratisch ist und weil wir tatsächlich einander helfen. Und dasselbe, wir helfen Obdachlosen in verschiedenen Regionen. Wir arbeiten mit Städten zusammen. Wir räumen Städte zum Beispiel auf. Wir machen Aktionen wie zum Beispiel Essen für alle kostenlos. Das bedeutet, wir arbeiten mit Bauern zusammen. Die, dadurch, dass wir denen helfen, die geben uns einen Teil der Ernte ab. Die Ernte teilen wir mit unseren eigenen Leuten. Wir helfen Menschen, die gar kein Geld haben. Auch mit Geld, aber auch ohne Geld. Wir haben Agrarexperten, die international tätig sind. Wir haben Piloten bei uns. Wir haben so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Und alles funktioniert entweder kostenlos oder zum Selbstkostenpreis. Und es ist eine ganz neue Art zu leben. Und da ich ja sagte, wir sind international. Es gibt einige, die bauen Dörfer. Das heißt, wenn du Lust hast, auf ein Naturdorf, in ein Naturdorf zu gehen, ohne Strom und Ähnliches, bitte, viel Spaß. Das kannst du machen. Wir haben Tiny-Häuser-Gruppen. Wir haben so und so viele Gruppen. Einen Moment bitte, weil jetzt quatschen hier Leute. Entschuldigung, ich mache ein Interview. Nee, kein Problem. Entschuldigung, bitte. Ja, da ist Schatten. Na, komm, ich nehme euch mal alle mit ein bisschen. So. Also, ja, wir wollen ja auch nicht stören. So, das heißt, Traktoren, die vorbeifahren und dann ab und zu mal den Ton stören, aber alles gut. Ja, also wir haben überall Menschen und wir haben Ressourcen. Wir können Sachen machen, die andere nicht machen können. Anderes, kleines, ganz kleines Beispiel. Wer schon mal Kartoffeln ausgebuddelt hat, der weiß, das ist harte Arbeit, geht gut in den Rücken und dauert halt lange. Warum ist das so? Weil wir nach Geld optimieren oder nach Zeit? Jetzt haben wir aber ohne Ende Leute, die sich gegenseitig helfen. Das heißt, bei uns sind die Anzahl der Leute nicht das Problem. Was haben wir gemacht? Drei Damen haben sich zur Verfügung gestellt, haben Kartoffeln ausgebuddelt, haben schön diskutiert dabei. Es gab ein Problem danach. Sie hatten noch Diskussionsstoff und sie waren mit der Arbeit fertig. Das sind Probleme, die man hat heutzutage, wenn man mal Helfer ist. So, und je mehr Menschen helfen, desto mehr können wir machen. Ja, ich wollte gerade sagen, keiner muss 8 Stunden auf dem Acker stehen und Kartoffeln ausbuddeln. Wenn man die Anzahl mal eben verdoppeln kann, weil es kein Geld kostet, dann reicht es auch, wenn jeder 4 Stunden da steht und dieselbe Menge Kartoffeln ist ausgegraben, nicht? Genau das. Und was man noch machen kann, und das haben viele nicht im Kopf. Es gibt ja einige, die sind relativ reich und es gibt einige Leute, die haben zum Beispiel, jetzt kann ich wieder zurück an den Platz. So. Also, es gibt ja genug, in Anführungszeichen, reiche Leute oder Leute mit Hobbys, wie zum Beispiel Tanzen. Jetzt ist es natürlich blöd, gerade in der Pandemie, dass man tanzen geht zusammen. Oder es ist blöd, weil so Tanzen kostet ja auch Geld. Jetzt ist es aber was ganz anderes, wenn man auf einmal ganz freie Zeit hat und ganz spontan sich zum Tanzen treffen kann, weil ein Tanzlehrer in der Nähe ist. So, und genau das haben wir auch. Das heißt, wir tanzen einfach dann, wenn wir Spaß danach haben. Da gibt es einige Leute, die haben Seele, also gehen wir in den Saal tanzen. Einige Leute haben Swimmingpools, dann können wir schwimmen gehen. Einige Leute haben Sauna, das heißt, man kann auch in eine Sauna gehen. Andere haben ein Fitnessstudio, das heißt, sie können ins Fitnessstudio. Und das zu jeder Zeit. Warum? Ganz einfach, weil wir alle miteinander und zusammenarbeiten. So haben wir neulich ein Wohnmobil verschenkt, weil wir es hatten. Sag einmal, du hast uns jetzt oder mir und ich glaube auch den Zuhörern den Mund so wässrig gemacht.
Wie kommt man in die Gruppierung rein? Und vor allen Dingen, also mir ist ja klar, es gibt ja, ihr habt eure Webseite und ihr habt dort schon die Möglichkeit, nach Untergruppen zu suchen, je nach eigenem Wohnort. Genau. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten, in die Gruppe reinzukommen. Entweder kennt man ein paar Helfer. Wie gesagt, das ist nicht mehr unüblich. Wir haben über 200, ich glaube, über 220 Gruppen momentan innerhalb des deutschsprachigen Raumes. Irgendwo wird sich was finden. Wenn es das nicht sein sollte, kann man auf der Webseite gehen. Da unten steht irgendwo Support. Dann kann man beim Support nachfragen, ob diese Gruppe angelegt wird. Man kann sich insgesamt innerhalb der Webseite registrieren, wem das so unsicher ist oder wem das nicht schnell genug geht, weil da haben wir tatsächlich momentan ein Problem. Ich habe gleich noch ein IT-Fachgespräch mit unserer IT-Abteilung. Wir werden das Ganze nochmal umändern und ähnliches. Jedenfalls, wem das so unsicher ist, man kann auch Telegram benutzen. Das heißt, unten bei uns gibt es meistens so eine Weltkarte. Auf dieser Weltkarte sucht man sich, wo man gerade wohnt oder wo man gerade rein will. Dann geht man da rein, dann kommt man in einen sogenannten Empfangsraum. Der Empfangsraum ist dafür da, um die ganzen Bots und die Störer abzuhalten. Dort lernt man dann den Administrator kennen oder den Moderator und kommt dann in die Hauptgruppe rein. Und da kann man zum Beispiel zusammen erarbeiten, was man will. Das ist eine Sache. Das andere ist, wie gesagt, dass man die Leute persönlich kennt. Wie kann das passieren? Es gibt Leute, die laufen halt mit solchen T-Shirts rum oder mit Visitenkarten. Einen Moment, da haben wir noch einen netten kleinen Mann. So. Die laufen draußen rum und machen vielleicht irgendwelche Projekte, die kann man ansprechen. Und dann wird man direkt eingeladen. Eine andere Möglichkeit ist halt, dass man über Visitenkarten, über Einladungen selbst, über Links, die man tatsächlich bekommt von Freunden oder ähnliches, dann direkt reinkommt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ganz wichtig ist bei uns, dass wir uns in der Realität kennen müssen. Das bedeutet, wir haben die Realität als Standort. Die Kommunikation läuft über Computer ab, über Messenger, Telegram. Es geht auch demnächst über Signal oder über Jitsi oder ähnliches. Aber das Hauptding, das Hauptforum ist, dass wir uns kennen. Dadurch kommen auch keine Störer rein. Sollte irgendwie die Polizei reinkommen oder ähnliches oder Störer, egal welcher Art, herzlich eingeladen. Wir kennen sie ja dann. Am PC kann man immer mitlesen, ohne dass es jemand mitkriegt. Aber in der Realität fällt man irgendwann auf. Und das ist halt unser Riesenvorteil. Das heißt, wir machen nicht nur Chatgruppen, wir machen Realgruppen. Ja, das ist so entscheidend. Und trotzdem finde ich es faszinierend, dass wenn ich zum Beispiel auf einer Reise wäre, weit ab von meinem Heimatgruppe und mein Auto bleibt liegen, wie kommt es, dass man so schnell in die dort lokale Gruppe reinkommt, dass zum Beispiel dann relativ schnell organisiert ist, da kommt jemand, der holt dich ab, der andere schleppt dein Auto ab und ich weiß nicht was. Also das geht relativ einfach. Die Moderatoren haben Listen untereinander, sodass sie sich anrufen können. Also nicht immer, aber ich weiß, dass sie solche Listen machen. Ab einer gewissen Größe kann man keine Liste mehr machen. Nichtsdestotrotz, du hast da 2 oder 3 Möglichkeiten, das zu machen. Gehst in den Empfangsraum und dort schreibst du direkt den Admin an. Der wiederum gibt das dann weiter an seine Gruppe. Du schreibst den Support an und die wiederum gibt es weiter an die Gruppe. Oder du kennst jemanden, dein eigener Moderator, du schreibst den an und er gibt es weiter. Das bedeutet, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns kennenlernen. Oder du kannst natürlich auch kurz vorher, bei uns gibt es sowas wie ein Helferhopping, so nennen wir das. Du kannst also die verschiedenen Gruppen besuchen, 1, 2 Nächte übernachten und dann weiterziehen. So, dadurch lernst du die Leute kennen. Wenn du die Leute kennst, kannst du auch deren Nummern abspeichern. Das heißt, du hast indirekt, baust du dein eigenes Riesennetzwerk auf. Und nicht nur das, es geht sogar noch viel weiter. Wir haben diese Lokalgruppen, die wir haben, das sind Lokalgruppen. 100 bis 200 Leute, Moderator, das sind Lokalgruppen. Wir haben aber auch Themengruppen. Die Themengruppen, da treffen sich aus allen Gruppen Leute zusammen für ein bestimmtes Thema. Das heißt, wenn du in einem bestimmten Thema drin bist, dann hast du automatisch weitere Leute, die dir helfen können. Das heißt, wenn du liegen bleibst, schreibst du eine Themengruppe rein und die können dann, wenn du nicht genug Datenvolumen hast oder was auch immer, können die dann die anderen anschreiben und die können dir bei der Suche helfen, auch wenn sie nicht in der Nähe sind. Also was ich so faszinierend finde, ich habe mich ja auch ein paar Mal eingeklinkt und habe festgestellt, wie blitzschnell euer Support oder auch einzelne Teilnehmer der Helfergruppen reagieren. Also das fand ich
faszinierend. Es ist nicht so, dass man dann erstmal diese übliche Botschaft kriegt, ja, wir haben Ihre Botschaft erhalten und wir werden uns melden, sondern eine halbe Stunde später, eine Stunde später, manchmal 3 Minuten später, so wie heute wir uns ja auch getroffen haben, innerhalb von 5 Minuten stand dieses Interview. Ja, ja. Ich wollte eigentlich baden gehen, aber deswegen bin ich draußen am See. Aber gut, alles gut. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Haben wir das Wesentliche oder gibt es noch etwas? Ja, also ich habe ziemlich viel Positives gesagt. Ich habe auch 1-2 negative Sachen gesagt, weil du das mit der Antwortzeit gesagt hast. Ich muss sagen, dass einige Gruppen etwas langsamer sind. Das heißt, nicht jede Gruppe ist so schnell wie der Support. Der Support haben wir natürlich ein Augenmerk drauf. Entschuldigung, hallo. Mein Strom ist gerade weg, aber ich höre dich. Okay, also, nicht jede Gruppe funktioniert so schnell. Das heißt, jetzt nicht erwarten, wenn man nicht nach 3 Minuten eine Rückantwort kriegt, dass dann alles blöd ist. So, manchmal sollte man auch einfach mal den Admin anschreiben. Wir haben aber jetzt Optimierungen und Verbesserungen dran gemacht, sodass die Leute schneller wissen, wie sie an die Infos drankommen und was sie machen sollen. Das machen wir über Mini-Videos und Ähnliches. Wir arbeiten also auch ständig daran, dass wir uns verbessern, und zwar in jeglicher Hinsicht. Wir arbeiten auch mit vielen anderen Projekten zusammen und wir brauchen trotzdem immer noch Hilfe. Und diese Hilfe ist das, was jeder selbst leisten kann und was jeder anbieten kann. Und nein, keine Sorge, keiner von euch wird missbraucht oder übermäßig. Jeder darf das machen, was er will. Und ich sage immer wieder, dass die Leute frei nehmen sollen. Das Problem bei den Helfern ist, die sind so enthusiastisch und so mit dem Herzen dabei, dass sie meistens sich überarbeiten. Und dann vielleicht an meine eigenen Leute. Nehmt euch auch mal ein bisschen Zeit, das ist ganz wichtig. Ruht euch mal aus, geht an den Strand und macht nicht immer Interviews. Nur Spaß. Nein, du hast ja so recht. Ich meine, du kannst ja davon ausgehen, dass 95% deiner Teilnehmer noch irgendwo im Arbeitsleben stehen und das genau. Ja auch als Hobby nebenbei machen und dass man auch nicht von jemandem erwarten kann, dass er, während er am Schreibtisch für die Firma arbeitet, nebenbei sein Handy laufen hat, um Helfer Antworten zu geben. Das wäre ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Genau. Wobei wir tatsächlich schon Leute auch, die keinen Job haben, teilweise wirklich gerettet oder geholfen haben, weil wir eben zusammenhalten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass demnächst eine Entlassungswelle stattfinden wird. 3 Anzeichen sprechen dafür. Das erste ist, der Staat kauft Waffen, also 45 Kampfjets war die Rede, mehrere Panzer und Ähnliches. Und das bei einer Pandemie klingt für mich immer so ein bisschen nach dem Motto, ui, der Staat bereitet sich auf was vor. Das zweite ist, und das sind keine Verschwörungstheorien, das sind ganz offizielle Zahlen, die man auch bei Heute Show und Ähnliches, also auch bei der Spaßshow mitkriegt. Das zweite ist, die Aktien steigen, während die Produktivität sinkt. Jetzt im Sommer wird sie wieder steigen, weil die ja jetzt wieder die Läden geöffnet haben. Nichtsdestotrotz, sogar während des Lockdowns, also kurz vorher, stiegen die Aktienpreise. Das ist immer ein Anzeichen für eine Blase. Und das dritte ist, die Bauindustrie bekommt das immer als erstes mit, wenn irgendwas nicht funktioniert. So Bauholz und Ähnliches wird knapp. Knapp bedeutet, ist immer ein Anzeichen, dass es nicht gut ist. Ob es jetzt wieder runtergeht und sich wieder normalisiert, wissen wir nicht. Ich bin auch nicht jemand, der in der Zukunft was sagt. Nichtsdestotrotz, wir fangen die Leute auf. Und wir fangen sie auf, weil wir denen eine neue Richtung geben. Wir helfen den Menschen, wieder Mut zu fassen, dass sie in die Zukunft blicken können. Und uns ist ganz egal, ob man für Corona-Maßnahmen ist, gegen Corona-Maßnahmen. Mir ist ganz egal, ob man Buddhist, Moslem, Christ, irgendwas anderes ist. Mir ist ganz egal, was man macht. Wir sind Menschen, wir haben Natur um uns herum, wir haben Tiere. Und wir sollten langsam anfangen, zusammenzuarbeiten. Und mein Schlusssatz ist immer, Frieden schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Also lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen. Und lasst es uns in Liebe machen. Das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Sachen. Ja, und ich möchte noch den Satz aus meinem vorletzten Interview dranhängen. Gutes ist, was allen nützt. Genau. Vielen, vielen Dank, lieber Karl. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ich dich vom Strand wegholen durfte. Und ich wünsche uns allen, dass dieses Netzwerk jetzt sich so
überall erweitert von selber, wie so ein Pilzmyzel, das sich überall in die Richtung verstreut. Denn ich sehe ja auch, welche Großfirmen schon Entlassungen angekündigt haben. Und dann, das sind qualifizierte Menschen, die können alles Mögliche. Und wenn die feststellen, was Schenken eigentlich an Lebensqualität und auch an Überlebensqualität ermöglichen kann, großartig. Ich danke dir für deine Initiative, bin begeistert und freue mich, dass wir uns getroffen haben. Alles Gute. Wir werden uns noch sehen. Ich wünsche allen Menschen viel Spaß noch und alles Schöne. Ciao. Vielen, vielen Dank.